Ach, dieses Unverständnis. Aber Mia, du musst dir keine Sorgen machen. Wenn du noch einmal dahin zurückkehren möchtest und zufälligerweise ist alles zugeschüttet, du kennst ja einen privaten Dioden. Ich kenne meine eigenen Wege, aber hab Dank. Sehr gern geschehen. Nach 5 weiteren Tagen der Reise von Romulus in Richtung Perikum erreicht ihr dann auch die Hauptstadt an diesem Wasser, an der Dapat-Mündung, die doch eine enorme Wandlung hingelegt hat. Immer mal wieder, seitdem ihr sie betreten habt, könnt ihr weitere Flüchtlinge erkennen und die Stadt soll wohl größer und größer werden. Zelte, die dann nach draußen wachsen und mittlerweile wohl auch das Neuonitenkloster verbergen, verdecken. Die Rondra-Kirche mit ihrer Löwenburg und Eiler, die dann hier wohl aktuell nicht sitzt, weil die dementsprechende Flagge nicht hochgezogen ist, aber auch die Rondra-Kirche hat mittlerweile viel gelitten und ihre Manneskraft und ihre Kraft der Frauen in Dapazien aufgerieben. Der Hafen liegt Trost, da nur wenige Schiffe, die vor Anker liegen, auch die Perlenmeerflotte hat wohl viel im Kampf gegen die blutige See geopfert, wenn ihr dann auf die Grenzanlage zureitet. Mit der monumentalen Burg und Festungsanlage, die ganz im Trotze steht, zu dem schaumigen, brackigen Wasser. Wenn das so weitergeht, sehe ich ja bald aus wie ein Malersgrund. Und ich denke, ganz so schlimm wird es wohl nicht kommen. Ich Was hoffe tun wir es nicht. also? Wollt ihr wieder allein in die Stadt eintreten, um nach einer. Noch was genau suchen wir noch gleich? Wir suchen nach einem Weg über die Treufer. Ah, ihr hättet fast Boot gesagt. Wir sollten uns einigen, ob wir nun den Landweg oder den Wasserweg nehmen. Den Landweg. Ich muss gestehen, ich stehe hier auf Voltaks Seite. Es wird Eiler mehr Zeit geben, ihre Truppen zu sammeln. Es dauert sicherlich einige Tage, vielleicht eine Woche, bis wir in Meinung sind. Im Vergleich zu den 1 bis 2 Tagen über den Golf, aber bislang sind wir nicht das langsamste Glied in dieser Kette. Das ist richtig. Nun, Wir müssen allerdings bedenken, dass Beilung durch einen Belagerungsring umringt ist. Ja, das wäre nicht der erste Belagerungsring, den wir überwinden. Zumal wir außerhalb dieses Ringes immer noch ein Boot auftreiben und nach Beilung fahren können. Das ist natürlich korrekt. Vielleicht sollten wir erst einmal schauen, ob unsere Pferde und der Wagen bereits in Perikum angekommen sind. Ja, warum das nicht zuerst? Ich würde sagen, das werden Isarun und ich machen. Wo habt ihr den Boten denn hingehen lassen? Nun, so ich, wie ich das verstanden habe, wurde von Raya-Tempel zu Raya-Tempel geschickt. Nun, dann hoffen wir, dass Keras Karin auch bald dich dort eintrifft. Wollen wir so lange in der Stadt verweilen? Wenn ihr festgenommen werden wollt. Nicht in der Stadt, aber hier. Sollten so bald wie möglich weiterreisen. Ich bin mir sicher, alle anderen werden auch schließen. Nun gut, dann seht zu, dass ihr die Pferde und Herbei bekommt. Und wir schauen so lange, ob wir über den über den Davat kommen. Das hat ja letztes Mal nicht so gut funktioniert. Oh, vielleicht treffen wir wieder diese nette Frau mit ihrem Lachs. Oh nein, bloß nicht. Sie war sehr seltsam. Aber vielleicht ist diese Kettenfähre nun wieder repariert worden. Das Schaut war einmal mein nach. Gedanke. Wir werden uns also Richtung Dagelmund aufmachen, während ihr in die Stadt geht. Und dann sage ich, wir treffen uns am nächsten Morgengrauen wieder hier draußen. Gut, am nächsten Morgen also. Ja, die eine Hälfte kann in Dergelmund übernachten, während die andere Seite dann Perikum betreten kann. Und tatsächlich, euer Bote ist wohl in Zorgan eingetroffen, hat die Befehle überbracht und euer zwergischer Freund hat auch dafür gesorgt, dass die Pferde, ja, gemeinsam mit dem Streitwagen oder ohne? Ohne Streitwagen. Ich meine, Wirklich, Streitwagen sind zwar. aber wir müssen Zeug transportieren. Aber, warte, Abelmir hat doch eine Karren besorgen wollen, Wir haben oder? doch einen Genau, das Wagen haben wir dabei, besorgt, oder? ja. Also ihr habt einen normalen Karren, da ist jetzt keine Abalone drauf. Ihr könnt aber auch mit Streitwagen einreiten. Ich meine, Streitwagen in der Radrombeuge sind jetzt nicht so schlecht und der Wagen ist aus Glorana. Aber dann haben wir diesen Klotz von einem Streitwagen am Bein. Aber Ach komm, wir benutzen ihn eh nicht, bring ihn ja, ich mit. wollte sagen, wenn wir ihn sonst noch mal benutzen, ich bin auch Klar, dafür. Lanzenstreitwagen ritt auf Wasser so. Gut. Also auf Streitwagen auch. Ja, dann hat
wurden auch der Streitwagen gemeinsam mit den 4 Pferden aus Chloranien angeliefert und den könnt ihr dann im Viertel Mondwacht neben dem Paios-Tempel, dem Hort der Hesinde und dem Haus der Reiher dann auch hier abholen. Es gibt auch hier übrigens einen Hort der Drakoniter mit einer umfangreichen Kartothek. Das ist gut. Asav ist beeindruckt. Er kennt zwar natürlich alles schon und war hier, aber würde dich trotzdem darauf einladen, gemeinsam mit ihm den Hort zu besuchen. Ich lasse euch dann mal gemeinsam den Hort besuchen und werde mir in der Zwischenzeit eine andere Beschäftigung suchen. Wie ihr wünscht, ja. Aber dann treffen wir uns später wieder hier? Natürlich, natürlich. Ja. Ja. Ich würde auf dem Weg auch Ausschau halten, ob es immer noch diese Flugblätter mit den gesuchten Leuten gibt. Ja, also nicht an jeder Häuserecke, aber du wirst sicherlich vor allem dann in Richtung Osten raus, wo es dann in Richtung des Kriegshafen geht, wirst du immer mal wieder eine ganze Menge an Steckbriefen finden, unter anderem auch mit Abelmir, Eldan Gorbas, Jalan und Kiaras. Bin ich da immer noch mit der Augenklappe drauf? Ja. Yay. Es gibt im Drakoniterhort eine sehr kunstvolle Statue von Kaniset auf den Wellen. Weißt du, wer Kaniset ist? Ja, das ist eine Heilige der Hesindekirche. Ich weiß aber nicht mehr, was die gemacht hat. Genau, die Erzheilige Kaniset, die höchste Heilige der Hesindekirche. Sie war die erste Magisterin der Magister. Hat gelebt von 120 vor Bosporans Fall bis 30 vor Bosporans Fall und hat dann auch die Tafeln der Kaniset niedergeschrieben. Mit dem Buch der Weisheit. Erzählt ja natürlich Asavo alles, sonst unglaublich interessanter Vortrag über die dunklen Zeiten und auch die Silem-Horas-Edikte, über die er dir dann auch erzählt, als dann die 12 Götter Einzug fanden in die profane Ordnung der Menschen. Sie sitzen natürlich schon seit immer und ewig in Alvaran, aber das wurde erst durch die Silem-Horas erkannt. Gut. Dann könnt ihr am nächsten Tag wieder am Dapertmund auf die anderen stoßen. Man kommt jetzt über den Dapert nach Dergelmund. Mittlerweile, ja, mit der Kettenfähre, genau. Habt ihr euch ja dafür eingesetzt, dass die wieder funktioniert und ihr habt mittlerweile auch genug Zeit, dass die Kettenfähre wieder funktioniert. Es gibt keine Brücke, weil der graue Mann das verhindert, aber eine Kettenfähre ist in Ordnung. Die gab es ja auch mal bei Werheim. Mittlerweile funktioniert das ja auch nicht mehr, aber Kettenfähren sind in Ordnung. Bis ein mutiger Mann uns allen gezeigt hat, dass man da auch rüber paddeln kann. Konnte man ja nicht. Psst. Zieh sein Andenken nicht durch den Kakao. Ja, so erreicht ihr mit dem Streitwagen der Kettenfähre am nächsten Tage Dergelmund. Wir schreiben den 16. Effort. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes und lehrreiches Seminar gehabt, dieser Hund. Ja, durchaus. Tolle Karten. Ja, tolle Aussicht. Habt ihr eine Karte gefunden, die uns helfen kann? Wir haben ganz viele Karten gesehen. Eine, die uns helfen kann? Ja, bestimmt. Ihr scheint ich habe jetzt keine mitgenommen. Reißt euch zusammen, Schwurgelsen. Was soll denn das heißen? Also, ja, Arve passt. Ja, aber wie redest du denn mit ihr? Kann man immer noch rüber. Sie ist eine hohe Mager und ja, wir haben Karten gefunden. Unter anderem auch Kraftlinie. Oh, das ist gut. Na, das ist nicht gut. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Und ich werde ausführen, wenn sich Jalan entschuldigt hat, vorher nicht. Fang an, Goldhand. Ich gucke Isoron an. Gibt die irgendeine Art von Mimik zur Schau? Und ist jetzt peinlich, ja, dass Asavo hier für sie in die Bresche springt, weil das eigentlich ihr Job wäre. Fang an. Also sie guckt schon ein bisschen empört, dass du einfach so rumgeblökt hast. Scheint wohl auch noch so ein Überbleibsel aus dem Ausraster von Romulus zu sein, so als du Eltern einfach so angeschaut. Du hast hier keine Freunde. Nun gut, ich bin mir sicher, die Mager verzeiht es mir. Sicher, wenn ihr darum bittet, dann will ich euch verzeihen. Dann bitte ich doch höflichst darum. Wir haben sicherlich Wichtigeres zu tun, als uns anzufahren. Für den Moment. Das höre ich gerne. So, wo sind denn jetzt die Kraftlinien? Asavo kriegt den giftigsten aller Blicke. Ja, das interessiert ihn überhaupt nicht. Es ist gut. Der Junge hat Rachsucht offen. Ja, überleg dir was. Du hast es nicht gehört, ne? Also, als er über dich geredet hat und du sagtest, Rachsucht, das hast du nicht gehört, das Gespräch. Ja, dann ist es jetzt soweit. Warte, würfeln wir mal. Also,
In der Varunkei versammeln sich die Mittellandlinie, das Leidensband, die Kolzdils-Linie und der Knochenpfad, die alle umtänzeln und umschreiben die Varunkei und bündeln sich dann gemeinsam in Varung selbst. Könnt ihr mir mehr über die Kolzdils-Linie erzählen? Die Kolzdils-Linie? Ja. Es ist eine Kraftlinie. Ich bin mir selbst nicht genau sicher, was ihr dazu wissen wollt. Es gibt noch weitere Kraftlinien von Humus. Allerdings bündelt sich diese eher bei Al-Sul, also, oder Al-Zol. Könnt ihr etwas über die Merkmale, die diese Kraftlinien besitzen, aussagen? Vor allem in letzter Zeit Tod und Tod. Vielleicht für euch als Geode etwas interessanter. Es gibt eine unbenannte Loslinie, die dem Gott Los oder der Wesenheit Los gewidmet ist. Und die Satinav-Kette 1 verläuft wohl auch sehr nah zwischen Al-Zol und Varung entlang. Also es ist nicht ganz bekannt, aus welchem Grund Varung von so vielen Kraftlinien beeinflusst wird. Aber es ist definitiv so, dass Varung in einem Zentrum, in einem Knotenpunkt liegt. Das ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Ihr solltet wissen, dass Menschen mit ihrem Astralkörper mit diesen Wechselwirken, unabhängig davon, ob sie einen Astralkörper besitzen oder nicht. Es wird da von den Gelehrten von Zirkaian und Nairakis gesprochen, die sich dann doch sehr ähneln. Und all diese Matrizen, diese Spinnennetze wechselwirken mit Menschen. Wir müssen also aufpassen, dass wir die kritische Essenz in unserem eigenen Zauber nicht überschreiten. Haben wir Artefakte dabei? Von großer Macht? Nun ja, einige, aber von eher geringerer Macht. Richtig. Das sind keine besonders mächtigen Artefakte, aber dennoch sind es natürlich Artefakte. Ich denke, also, ich habe meinen Schlangenring. Ihr habt eure Stäbe, nicht wahr? Ja, das sind keine Artefakte der Macht, die wirklich essentiell Ausschlag geben. Nun ja, doch, mit unserem Zauberspeicher, je nachdem, was darin gespeichert ist. In der Tat, und auch auf jeden Fall Macht darin. Zudem haben wir ein weiteres Problem. Nicht nur unsere Astralkörper, sondern auch die Karmalkörper. Sie interagieren nur sehr ungern miteinander und es gibt so etwas wie ein negatives Feld. Wir wissen das aus den Forschungen am Elfenbeinturm. Karmale Strukturen, die als Absenz oder als Leerfläche im astralen Körper sich niederschlagen und ebenso negativ mit Dingen wechselwirken, die sich niederschlagen. Wo Abelmir, Boltax und Isarun also auf einer positiven Art und Weise mit diesen Kamallinien wechselwirken, werden ich, Eldan Gorbas und Jalan Goltand sowohl wie Kiaras negativ mit ihnen wechselwirken, wie auch immer sich das auswirkt, aber. Wenn also die Hälfte von uns dann positiv wirkt und die andere Hälfte negativ, gleichen wir uns dann nicht aus? Nein, so funktioniert das nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es verläuft nicht 100% in eine Richtung oder in die andere Richtung. Das Ganze ist ja auch noch Schwankungen unterlegen, je nachdem, von welcher Linie im Geflecht wir gerade mehr beeinflusst werden. Da müsste man Priorine Westphal fragen, die in Metome studiert und sie ist Theorgin. Ihr könnt euch da sicherlich mehr erzählen. Ich selbst habe nur ihre Abhandlungen und ihre Thesis dazu gelesen. Zumindest das, was offen für meine Augen war. Weiß ich mit Kraftlinienmagie 1 noch irgendwas weiteres? Würfel mal Magiekunde plus 15. Darf ich auch? Ich habe auch Magiekunde. Kraftlinienmagie. Ja, ihr dürft ganz generell dürft ihr eine plus 15 würfeln. Doppel 1 ist immer drin, oder? Hat das irgendwas mit magischer Analyse zu tun oder nicht? Erst wenn du die Kraftlinie wirklich mit eigenen Augen gesehen hast und dann mit einem Odem oder mit einem Oculus oder sowas dann analysierst, dann ja, aber. Ist das Magiehistorie? Das ist keine Magiehistorie. Nee, die Kraftlinien gibt es erst seit den 7 Gezeichneten. Man weiß erst seitdem davon. Isarun hat es geschafft. Ich hab's auch geschafft. Boltax auch. Ist ja gut, dass wir nicht alle Flaschen sind. Boltax, ja, Isarun hat mit Magnetismus nicht wirklich viel zu tun, aber du kennst wohl. Also. Man kann sich das schon vorstellen, wie magnetische Linien, die sich dann aufbauen oder die abreißen, wenn man über diese Linien geht.
Und das ist nicht gefährlich, aber man kann das tatsächlich mit bloßem Auge sehen, gerade wenn in Wahrung sich so viele Linien bündeln. Also man merkt das auf der Haut, es kribbelt und sogar ohne Odem kann man so etwas bemerken. Zudem gibt es Gerüchte darüber, dass sich die Kraftlinien auch in die Warunkai eingebrannt haben. Sie verlaufen zwar normalerweise ungefähr 20 oder 30 Meter über dem Erdboden. Das ist auch der Grund, warum Magiertürme immer erhöht gebaut werden, damit sie dann eben mit diesen Kraftlinien wechselwirken. Aber sie sind wohl so stark, dass sie sich in die Warunkai eingebrannt haben in den Boden, dass man also sie auch mit bloßem Auge erkennen kann, wie so eine Straße. Okay, und Kraftlinien, haben die eine Fließrichtung wie Adern? Ja. Und ist die bekannt bei denen, die Asavo gerade aufgezählt hat? Zwei Sternchen, ein Sternchen. Ist nicht bekannt. Gibt es eine Kraftlinie, die sowohl Warung als auch entweder Romulus oder Werheim schneidet? Nicht mit einem Sternchen oder nicht mit zwei Sternchen. Also ich habe euch schon eine ganze Menge verraten. Okay. Nun ja, ich weiß zwar nicht woher. Vielleicht könnten wir natürlich in Beilung noch im Hesinde-Tempel, falls dortige Forschungen angestrengt wurden, vorbeischauen. Wenn wir die Fließrichtung herausbekämen, könnten wir es vielleicht so machen, dass die Karmatiker unter uns die Flussrichtung einer der Kraftlinien stören können, sodass die nekromantischen Kräfte in Wahrung nicht auf diese Kraftlinien zurückgreifen können. Ich werfe meinen Seitenblick zu Eldern und ich bin mir sicher, der Herr Pryas wird im richtigen Moment seine Weisheit mit uns teilen, aber ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, wie wir das tun sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Kraftlinien so einfach stören kann. Tatsächlich, ich wüsste über diese Linien auch meinem Wissen. Ich weiß nicht, wie man sie stören könnte. Nun, es müsste schon ein umfassendes Ritual sein, um eine Kraftlinie zu stören. Und meint ihr nicht, dass eine temporäre Störung des Flusses schon helfen könnte? Also ich möchte natürlich nicht das Gesamtbild verändern. Das könnte ja unabsehbare Folgen für den gesamten Kontinent haben. Aber Rückkopplungseffekte würden dann auf Wahrung zutreffen. Nun, wir interagieren doch mit diesen Kraftlinien. Wenn wir einen gemeinsamen Zauber wirken, könnte dies die Kraftlinie fluktuieren lassen oder, nun ja, geringfügig ändern. Ich meine, mit einem Cantus des Unitatium? Exakt. Der Nodex der Humuslinie soll wohl eine Knotenstärke von 3 bis 6 haben. Das ist ziemlich gewaltig. Und den anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Die Satin auf Kette 1 oder 2 verläuft zwar nicht ganz über Wahrung, aber die ist wohl etwas schwächer. Eine Humuslinie mit einer starken Nodex. Man müsste sich etwas ausdenken, aber... Ja, Jarlan Goldhand, wir haben Karten gefunden. Gut. Die Pryos-Geweihten sind darüber sehr froh. Haben wir genug Nahrung für die Trollzacken? Können wir aufbrechen? Was habt ihr in Dergelmond vorgefunden? Nun, die Fähre ist in Betrieb. Der Fährmann sieht ein wenig überarbeitet aus, aber ansonsten sollten wir da noch Probleme übersetzen können. Ein kleines Dörfchen. Haben wir uns also für den Landweg entschieden? Nun, konntet ihr in Perikum Informationen über den Arvopass auftreiben oder werden wir es darauf ankommen lassen? Der Arvopass ist sicher. Wir wissen, ihr mögt kein Wasser an Boltag, das reicht jetzt. Konkrete Informationen haben wir tatsächlich nicht. Wir müssen uns wahrscheinlich darauf ankommen lassen. Zumindest drang uns nichts Dringendes oder gerade Passiertes zu Ohren. Sagt Boltax, kommt ihr nicht aus den Bailunka-Bergen? Nein, ich komme aus der Nähe von Xorlosch. Vielleicht gibt es einen Weg unter den Trollzacken hindurch. Ja, das wäre
Fantastisch. Ist hier etwas darüber? Es gibt Höhlensysteme. Ich würde gerne mal auf Bergbau würfeln oder tatsächlich mit der Spezialisierung unterirdische Städte. Ja, falls. Zählt voll und ganz. Okay. Ich dachte gar nicht, dass es unter dem Trollsacken Zwergenhöhlen gibt. Es gibt einen Weg und du kennst ihn. Na, da gibt es tatsächlich einen Weg. Den können wir nehmen. Ist dir sicher? Ja, das ist ein guter zwergischer Weg. Wann habt ihr ihn zuletzt begangen? Oh, das war beim Auszug von Lorgolasch. Schon ein paar Jahre her, aber es ist gar noch nicht so lange her. Also während der Vorbereitkrise gewissermaßen. Die Minen sind tief. Zwerge haben gierig gebuddelt. Ja, das waren die Kolbe. Die haben gierig gebuddelt. Die Zwerge haben ordentlich geschürft, den Herrn Angrosch zum Gefallen, aber niemals zu gierig. Ja, so war das. Ich bin mehr als beeindruckt, dass ihr solche Tunnel kennt. Herr Boltax, beeindruckt. Sind die Tunnel breit genug, damit wir den Wagen mitnehmen können? Ja. Wenn es Zwergentunnel sind, können wir vermutlich ein ganzes Heer dort durchmarschieren. Kein Heer, aber... Doch. Ein kleines vielleicht. Nun, es wäre eine Alternative zu den... Nun ja, jetzt hier ein Pass... im Herbst zu passieren, könnte vielleicht schwierig werden. Herr Boltax, ich habe gehört, dass es sogar einen Tunnel gibt, der die Beilunker Berge mit den drei Inseln Ildarasch, Eurong und Kibrum verbindet. Stimmt das? Das stimmt, beziehungsweise es gab ihn, aber er wurde geflutet. Das habe ich auch mal gehört, damals, als ich noch in Beilung gewohnt habe. Das ist während dem Auszug von Lorgolasch passiert. Nun, wir wollten den Dämonenbündlern nicht diesen Tunnel überlassen, aus ersichtlichen Gründen. Sehr weise. Nun, Voltax, du bist dir sicher, dass du diesen Weg findest, unter den Bergen hindurch? Natürlich bin ich das. Ich für meinen Teil lehne mir lieber das Wagnis dieses Tunnels ein, als die Garantie, dass Untote uns auf dem Pass auflauern werden. Es ist zumindest eine unauffälligere Weise des Eindringens in Feindesland. Ich wäre dafür. Ich habe auch in den aventurischen Boten gelesen, dass kurz bevor Helm Hafax Oron überfiel, dass Demiona von Zorgan einige Pferde beigesteuert hat in Richtung Wahrung, die dann sich der Kavallerie anschließen sollten, und Rassasor hat sie wohl verraten. Und sie dienen jetzt als Passwächter in den Trollzacken. Also tote Kavalleristen. Wie gut, dass wir unten drunter durchgehen. Nicht so, womit wir nicht fertig werden würden, aber ich stimme Voltax zu. Mir ist das nicht unnötig. Es ist kein Loch, ein Tunnel, es ist eine Mine. Ah. Leben da denn noch Zwerge? Oder habt ihr das alles verlassen? Nun, ich wüsste nicht, dass dort noch Zwerge leben, vielleicht wilde Zwerge. Aber ich glaube eigentlich nicht. Gibt es Schallen? Wächter? Und irgendein Wächter wird doch sicherlich unseren Voltax hier nicht attackieren. Ein, zwei... Voltax ist schließlich ein echter Imbergzwerg. Nun ja, die Fallen, ist es egal, ob ein Mensch oder ein Zwerg diese passiert. Ja, wenn Herr Voltax den Tunnel doch schon mal begangen hat, dann ist er sich, weiß er doch sicherlich noch, wo diese sich befinden, oder nicht? Ja, genau. Da müssen wir uns wenig Sorgen drum machen. Nun, also, es ist doch beschlossen. Es gibt ein, zwei Eindringlingsabwehrmaßnahmen, aber die sind, wenn man sie kennt, recht einfach zu umgehen. Dann führt uns. Ich bin fasziniert. Vielleicht fertig gerne, zeige ich noch an. Ein Tunnel. Ja. Dann kommt mit. Ja, und ich würde die Gruppe Richtung der Tunnel nutzen. So brecht ihr auf von Dergelmund mit eurem Streitwagen, dem Karren mit Drakundas und Knadukas darauf, in Richtung der schwarzen, hochaufragenden Trollzacken.